willkommen auf meinem Kanal und somit zu diesem Vlog hier. Es ist lange her, dass ich gebloggt habe, jetzt wird es mal wieder Zeit. Ich komme gerade von der Arbeit bzw. bin auch noch relativ auf dem Parkplatz. Ich werde nämlich jetzt mit dem Fahrrad nach Hause fahren und dann werde ich euch heute den Tag über wieder mitnehmen. Ich bin jetzt schon eine Weile zu Hause. Mittlerweile ist es schon 11.30 Uhr, also ich müsste schon seit einer guten Stunde zu Hause sein. Und ja, ich habe mich schon umgezogen. Ich habe mir erstmal so einen Pferdeschwanz gemacht, weil meine Haare dezent fettig aussehen. Halt Jogginghose habe ich noch an und einfach ein normales T-Shirt. Was heute ansteht, ich werde hoffentlich endlich mal meine Weihnachtsdekoration abhängen. Da ist schon den 18. Da es heute schon der 18.01. ist und die hängt halt immer noch. Dann werde ich euch in diesem Vlog noch etwas zeigen. Nämlich sind bei mir in den letzten Tagen ein paar Pakete eingetrudelt. Und davon werde ich euch auf jeden Fall zwei Sachen zeigen. Und ansonsten werde ich später zu meinem Freund fahren und vorher werde ich eventuell noch meine Urgroßeltern besuchen. Bevor ich das jedoch machen kann, muss ich halt einen Corona-Test machen. Und ja, ich habe ein bisschen Angst vor dem Ergebnis und natürlich vor dem Eingriff, sagt man das so? Ich weiß nicht, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und ja, mal gucken, ob ich euch da dann auch mitnehmen werde. Ich habe mir jetzt was Kleines zu Mittag gemacht und das werde ich jetzt essen. Und zwar, ja, ich weiß, Leute, ich lebe halt nicht so gesund. Wir haben gestern Pizza bestellt und davon hatte ich noch Pizza übrig. Die habe ich mir nochmal warm gemacht. Dann ein paar Chicken Nuggets und Curly Fries. Und ja, das werde ich jetzt zu Mittag essen. Und ich wette, das wird auch das Einzige sein, was ich heute esse, weil in letzter Zeit, weiß ich nicht, esse ich immer so wenig. Und das sättigt halt auch extrem, deswegen, ja, guten Fuden. Ich habe jetzt die letzte Stunde ein bisschen im Bett gegammelt und werde mich jetzt so langsam aufraffen, um mich nochmal richtig fertig zu machen, weil ich ja auch noch das Haus verlassen möchte heute. Und dann die Deko abzuhängen und euch dann noch meine Pakete bzw. ein Paket zu zeigen. Und ja. Wie man sieht, bin ich jetzt relativ fertig gemacht und die Deko ist endlich abgehangen. Und ja, ich treffe mich mit meiner Oma schon in weniger als 15 Minuten. Also muss ich mich so langsam umziehen. Aber ich wollte euch noch kurz eine Bestellung zeigen und das machen wir jetzt auch noch schnell. Und zwar habe ich wieder bei Oceans Apart bestellt. Und Leute, ich weiß, es ist Lockdown. Wir können eh nicht ins Fitnessstudio oder zum generellen Training. Aber ganz ehrlich, ich bin so frustriert. Ich musste mir neue Sportklamotten kaufen. Und zwar geht es sich einmal um zwei Leggings und ein Oberteil, aber mit langen Ärmeln. Das fand ich nämlich sehr cool. Und ich werde euch die Sachen jetzt jeweils mal angezogen zeigen. So, ich habe jetzt die erste Leggings mal angezogen und ich stecke mein T-Shirt mal ein bisschen in den BH rein, damit ihr die halt mehr seht. Also die ist extrem hoch geschnitten. Also wirklich, das geht mir fast bis zum BH. Und wie man schon sieht, dieser Bund ist echt krass eng. Aber ich finde das sogar ziemlich schön. Klar, zum Anziehen ist das ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so. Aber ganz ehrlich, diese Leggings macht so eine schöne Figur, so eine schöne dünne Taille. Und wie man sieht, ist es keine Basic Leggings, sondern sie hat hier noch Netzteile, also so kleine Netzdetails. Und darüber einen weißen Streifen. Dieser weiße Streifen geht noch bis zum Po, aber ich finde irgendwie lassen diese Streifen den Po ein bisschen flach aussehen. Das finde ich jetzt persönlich nicht so geil. Aber ja, die Leggings geht noch weiter und zwar hat sie unten auch nochmal solche Netzteile und diese weiße Naht. Und ja, hier das Oceans Apart Logo. Und ja, also ich liebe diese Leggings. Also das ist definitiv, glaube ich, meine Favorite Leggings von dem ganzen Warenkorb. Und ja. So, das wäre dann auch schon die zweite Leggings und sie ist genauso wie die andere perfekt.
perfekt sitzend an der Taille. Also macht eine mega schöne Figur. Das ist die Basic schwarze Leggings. Also die hat halt hier dieses Oceans Apart Logo. Und nochmal unten am Bein hat sie Oceans Apart stehen. Also weiß nicht, ob ihr das so besser lesen könnt. Ja, aber sonst ist sie komplett basic schwarz. Und weil ich beim letzten Mal so enttäuscht war von der Bestellung, weil die schwarze Leggings keinen Sportstoff hatte, habe ich diesmal umso mehr auf die Bilder geachtet, dass die Leggings wirklich einen Sportstoff haben. Und das haben sie auf jeden Fall. Also beide Leggings sind mega dick sozusagen vom Stoff, trotzdem unnormal angenehm zu tragen und ja, haben halt richtigen Sportstoff, machen eine mega schöne Figur und ich bin einfach nur zu 100% zufrieden diesmal. So, und das wäre jetzt das lange Oberteil und man sieht schon, man kann das hier so am Daumen, sage ich jetzt mal, einhaken. Aber ich finde irgendwie, manchmal stört das, glaube ich, deswegen kann man das aber natürlich auch ganz normal tragen, dann hat man hier halt nur dieses Loch. Und man sieht schon, das Oberteil hat so voll die süßen Details, und zwar diese Löcher. Genauso wie hier. Hier ist auch noch so Netzanteil, obwohl ich das hier nicht ganz so geil finde. Aber diese Löcher hier an den Armen und hier jeweils finde ich mega schön. Und ich finde einfach, dieses Oberteil sieht so elegant aus. Ich schreibe euch die Preise und die Größen nochmal hier unten in die Ecke, damit ihr wisst, was ich in den Sachen trage und wie teuer das Ganze natürlich war. Und ja, ich bin verliebt in dieses lange Oberteil und natürlich auch in beide Leggings. Also ich bin diesmal wirklich zu 100% zufrieden mit der Bestellung und ich kann es euch diesmal wirklich auch zu 100% weiterempfehlen. Und ich freue mich so sehr, wenn ich wieder zum Training gehen kann und mit meinen neuen Sportsachen richtig geil Hip-Hop dancen kann. So, ich bin jetzt unterwegs, wie man sieht, und ich glaube, meine Oma wird mich köpfen, da wir genau jetzt 46 haben und ich um 45 eigentlich beim Treffpunkt sein sollte. Upsi. Ja, egal, YouTube-Video ging vor. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem Weg. Ich habe immer noch ein bisschen Panik vor dem Test, aber ich werde mich dann höchstwahrscheinlich danach melden, wenn ich dann auf dem Weg zu meinem Freund bin. Ich denke mal, vorher werde ich mich nicht melden können. Aber ja. Wie man eben schon sehen konnte, war mein Corona-Test negativ, zum Glück. Und ich konnte ganz normal meine Urgroßeltern besuchen gehen. Und das ist jetzt alles schon eine Stunde her. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meinem Freund. Ich bin gerade mit dem Zug hergedüst. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich weiß nicht, ob in diesem Vlog noch irgendwas passiert. Wenn nicht, wäre der Vlog an der Stelle halt schon vorbei. Und deswegen würde ich einfach sagen, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Falls ihr mal wieder mehr Vlogs sehen wollt und es demnächst auch wieder möglich ist, spannende Vlogs zu drehen, dann werde ich dies auf jeden Fall machen. Und dann würde ich auch schon sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!